Jetzt heilen sich hier gefälligst alle einmal kurz. Phoebe, bitte? Danke. Gut, FP hat jeder noch zu Genüge. Ich vertraue euch da mal, ja? Ich hab ein bisschen Schiss vor dem Kampf. Ich will nicht, dass er so endet wie der Piss in den ganzen Ruinen. Stürmen wir die Party. Thank you very much. Jedem einzelnen von euch. Mit eurer Hilfe ist der Moment gekommen, den wir so lange ersehnt haben. Huh? Hat der Heiland mich gerade gelobt? Oh, ruhmreicher Tag. Ich hasse ihn. Wie ihr befehlt, Heiland, so werden wir dienen. Das weiß ich gebührend zu schätzen. Lange haben wir gesucht und nun haben wir endlich den längst verloren geglaubten Altar entdeckt. Okay. Welche Profession gibt's hier? Und jetzt erlaubt mir, euch die wunderbare junge Dame vorzustellen, die mir als Vestalin dienen wird. Come on. Und welche das Ritual vollziehen wird, das Galderas Fesseln lockern und uns ungesagte Macht bringen wird. Übrigens, ich habe nachgeschlagen, was Vestalin ist, weil ich überlegt habe, ob das von Wessel kommt, ne? So im Sinne von Gefäß. Ich dachte für den Moment, dass er will, dass Galdara sozusagen in sie reinfährt und dann in einem anderen Gefängnis ist, was er vielleicht besser kontrollieren kann. Deswegen habe ich vorhin mal eben nebenbei. Egal, ist was anderes. Ist eine Priesterin, die irgendwie nicht relevant ist. Liana, ergreife die Glut mit deinen bloßen Händen. Bewahre dabei deine größten Wünsche im Herzen. Right. Ja. Please. Bitte, bitte bring meinen Vater zu mir zurück. That's right. Weiter, weiter. Bete, bis dein Herz in Flammen aufgeht. Father? Dies ist der Lohn für den Verrat an deiner lieben Schwester. Dies ist, was du immer wolltest. But why? Was geschieht hier? Die Flamme, sie wird schwarz. Come on. Wir haben es fast geschafft. Liana, bete weiter. Aber... Oder ist dir auch dein Vater egal? Vater? Was ist denn los, du... Was geht hier vor? Was ist los? Die Dorfbewohner. That's right. Die Opfer, meinst du wohl? But why? Opfer? Opfer für die dunkle Flamme. Die verfluchte Flamme von Galdera. Wie bitte? Es heißt, dass die Glut in den Händen der Flammenträgerin alles widerspiegelt, was sie im Herzen bewahrt. Mit deinem alles verzehrenden Wunsch, den Toten wieder zum Leben zu erwecken, hast du diese Glut an die Finsternis der Nachwelt überantwortet. Die Macht über Leben und Tod, das ist die Macht, die eingesperrt war. Das ist die Macht der verfluchten Flamme. Jedes Leben, das sie auslöscht, macht sie stärker. That's right. Dies ist die Macht, nach der ich getrachtet habe. Mit der Macht der dunklen Flamme werde ich diese Welt unterwerfen. What? Nein, das kann nicht sein. I'll not allow it.
Auf keinen Fall! Partypooper. Ophelia? Why you? Was macht ihr denn hier? Liana, du warst ein ungezogenes Mädchen, nicht wahr? Aber das macht nichts, das Ritual ist fast vollzogen. Ich werde nicht zulassen, dass sie jetzt noch stört. Die sollen uns aufhalten? Meine treuen Diener der dunklen Flamme. Gebietet dieser Wichtigtuerin Einhalt ein für alle Mal. I will not lose to you. Eiferer Stufe 3 nehme ich an. Und 4. Wir wissen zum Glück, wie wir uns sowas zu verfahren haben. Ach nein. Lakaie und Anhänger. Lass doch mal die Bitch-Schlaps hier sein. Boah, ihr werdet sowas von drauf. Nein. Wir nehmen uns zurück. Wir beherrschen uns. Luminescence! So. I'll do my best. Habt ihr noch letzte Worte, bevor ich euch gleich in, naja, den kleinen Limbus schieße? Ich weiß, ich weiß. Oh, diese Schmerzen. Diese Schmach. Diese Schande. Okay, ich könnte jetzt mal eine Runde raten. Ich bin gut. Und jetzt. Klerikerin, zeige ihnen, was passiert, wenn man sich mit einer Wichtigtuerin anlegt. Okay, das war ganz gut, aber noch nicht der Effekt, den ich mir erwünscht hatte. Klerikerin, Praktikantin, mach das gleiche bitte. Achtung, scheiße, wir haben noch ein bisschen extra Energie. Was heißt denn, die werden uns total auslaugen, bis der Endkampf kommt? Kacke. Wir sollten nicht alles verballern, Cyrus, halt dich zurück. Gottes Zorn. Viel zu wenig, viel zu wenig. Alter. I'll do my best. Ich fühle mich leicht gefickt, könnte man sagen. What the fuck, ey? Das geht doch nicht. Du kannst ja jetzt hier nicht einfach Cyrus umlegen. Na klar, offenkundig kannst du, aber lass das. Glück habe ich dir Wiederbeleben beigebracht. So, wehe, einer von euch greift jetzt Cyrus an. Ihr Verdammten. Die scheiß Suicide-Bomber, das kann ein Problem werden. Und zwar ein massives Problem. Ein massiv, massives Problem. Okay, halt dich bitte kurz zurück. Wende lieber auf alle Heilen an. Und jetzt schalten wir sie aus. Hoffentlich. Los, Praktikantin, du kannst das. Ah, fast. Deckung. Jetzt hat die Praktikantin erwischt. Aber es scheint sie nicht zu stören. Na, verdammt, so kurz davor, das alles zu heilen. So, und jetzt, so wichtig tue. I will not fall to a monster like you. And yet, it is all in vain. The ritual will not stop unless Liana gives up her heart's desire. And she will not give that up as long as she lives. If you truly wish to stop us, then strike her down. Oder sie sieht ein, dass das alles eine blöde Idee ist und lässt es? If you have the courage to slay your dear sister. I
Liana! I'm sorry, Vili. Liana, think about what you are doing! I can't. I just want to see him again. I can't think of anything else. Liana! What can I do? What can I say to get through to her? What counsel would you give me? Your Excellency. Father! That's it! Liana, don't you remember the bird? We were playing behind the chapel when we found a dead bird on the ground. Remember, Liana! Remember Father's words! It's cold. Can't it fly anymore? Maybe it's just too cold. We should warm it by the fire. But it's not moving. At all. Do you think the birdie died? Poor birdie. What should we do, Anna? Whatever is the matter, my girls? The little birdie died. Mother, please. Can't you bring it back to life? Please. Oh, dear. I see. Listen to me, my girls. Once a living creature has passed on from this world, it cannot return. But why? That is the way that our gods made us, I'm afraid. That's so sad! Why would the gods be so cruel? It is sad, Liana. This is true. But in return, the gods gave us a gift. They gave us the joy of life. The joy of life? But what's so good about life if we all just die in the end? All things that live must one day pass through those solemn gates. But it is because we know that our time is limited that we know to enjoy each day that we have. Didn't it make the two of you happy to meet one another? It did. I was happy too. That is the joy of life. And besides, even after we die, it does not mean we are entirely gone. We're not, but... Liana, Ophelia, close your eyes for a moment. I want you to think of that little bird. Okay. Like this? Is the bird flapping its wings? Mm-hmm. It's flying! That's because the bird lives on in your heart. Is it really? But it's not really.
You are both smart girls. Someday you will even understand the mysteries of death. Time softens the sharp edges of grief, and those you have lost live on in your heart, so long as you do not forget them. Someday, I too will pass through those gates. It is inevitable. But when that day comes, pray remember me, that I might live on forever in your hearts. Those who have passed live on in our hearts. That is what Father told us. He wanted us to remember him as he was. Please remember him. Liana! It's all coming back to me now. Father. Preposterous! The flame grows weak! I will not forgive you for trifling with Liana's heart! You would insist on meddling until the very last. It all would have succeeded if only Liana had been the one to perform the kindling. Why do I have to be you? Why? You and your ilk bring nothing but misery to this world. But it ends today. Today, the dark flame feeds upon you! We'll stop you here and now! Spout all the pretty words you like. You know the truth. She will never again know the happiness she once did. Why do you rob your sister of the hope I offer her? What else does she have but that futile wish? She still has so much more, whether she sees it or not! Every tie you have to another person, small though it might be, will help you rise again when you have fallen. I'll not be defeated. Na dann, reiß mir mal ein paar Löcher mehr. Auch nicht jetzt. Geduld. Oh, sacred light! Okay, wir wissen, wie wir ihn niederkriegen. Wenn wir das überleben. What to do? Sacred light! Okay, er ist erstmal aus dem Verkehr gezogen. Heiliges Licht. Ja. Gut. Wollen wir uns noch ein bisschen weiter vortasten, wenn wir schon mal hier sind, Ferion? Bestimmt, oder? Oh, das war's nicht. Now, what next? Du analysierst am besten erstmal weiter, bis wir alles haben. Eis, sehr schön. Oh, du bist ja sowas von dem Arsch, Kumpel. Sowas von dem Arsch bist du. Und jetzt tötet er uns sowas von, pass auf. Ja. Achtung! Wow. Ah. Wow, wow, wow. Well then. Heiliger Huhu. Okay. Licht, Eis. Müssten 6 sein, richtig? Heiliges Licht. My turn. Schneesturm. Rain. Licht. Sacred light.
und Schneesturm. Okay, er ist gebrochen. Na dann, volle Power, Therion. Noch nicht ganz voll, aber ein guter Anfang. Okay, Tress. Du greifst mal kurz an, das Heil übernimmt lieber Ophelia. Die hat er gerade ein bisschen mehr auf der Latte. Verdammt, ich hätte heiliges Licht wählen sollen. Okay. Dafür greifst du mal mit einem Schneesturm an. Ja, schon besser. Einmal. Deckung. Der Knilch haut rein. Nein, 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 das sammeln wir wieder. Das sammeln wir. Schneesturm! Zum Glück, dass ich nicht aufgepasst hätte, sonst hätten jetzt beide noch zustechen können. Na, nächstes Mal. Okay, wie sieht's mit dem Heilen aus? Kostet sich 12, aber mach mal bitte. Die müssen das eh noch eine Runde durchstehen. Wow, fuck. Hätte ich bloß aufgepasst, scheiße. Das kotzt mich jetzt aber an. I'll do my best. Aha. What? Hohohohoho. Der Wichser hat meine Regeneration gesperrt. Na, jetzt habe ich aber ein Problem. Ah, shit. Die hätte ich jetzt die Lumineszenz wählen müssen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nimm mal lieber eine andere. Er hat sämtliche Magie hat er gesperrt, habe ich so den Eindruck. Okay, Pfeile. Let's do this. Scheiße, ey. Okay, ich kann gar keine Lumineszenz einsetzen. Heißt, ich kann nichts einsetzen, was großflächig angreift. Das ist ja mal kacke. Sollen Cyrus angreifen, wenn er nicht mehr großflächig angreifen kann? Kacke. My turn. Wäre ich schlau, würde ich einfach den Kampf nochmal neu starten, aber. Jetzt ist auch zu spät. Mal gucken, was er gleich für Scheiße baut. Aua, und? Okay. Aha. Hast du zufällig irgendwas, was wir da verwenden können? Ich könnte jetzt raten. Ach, fuck. Feuer. Ja, da fragst du genau den richtigen. Okay, so können wir nicht heilen. Wir haben doch bestimmt irgendwie
Frage ist, wie gut heilt das? 900 ist jetzt nicht die Welt. Hey, immerhin hat Therion es überlebt. Das ist doch was, oder? Ah, fuck. Okay, Cyrus, das gefällt mir gerade überhaupt nicht, was wir hier für Möglichkeiten haben. Okay. Well then. Heiliges Licht auf den da. Okay, er ist gebrochen und der andere ist gleich wieder wach. Toll! Boah, dieses Arschloch, ey. Ja klar, du kannst hier noch deine super Angriffe auf alle machen. Du kannst das. Ich nicht, aus Prinzip. Okay, du bist jetzt zum Heiler degradiert, Cyrus, weil du bist absolut nutzlos, wenn wir nichts einsetzen können, was mehrere Leute angreift. Alter, was für eine miese Scheißtechnik. Wie kriege ich die wieder aus? Wahrscheinlich, indem ich die beiden Wichser da weghaue. Aber das kann ewig dauern. Weil, womit? Vielleicht sollte ich einfach volle Pulle auf den einen draufhauen. Boah, ey, der Einzige, der hier noch großartig angreifen kann, ist der, der nichts machen kann, weil er keine Waffen hat. Let's do this. Was ein Scheiß, ey. Macht Spaß, ja? Toll. Jetzt ist der Depp auch noch im Arsch. Könnt ihr mal die Scheißsperre wieder aufheben? Boah, ey, zum Kotzen. Toll. Eine mal Runde lang Magie reflektieren bringt mir jetzt auch nicht mehr viel, habe ich so einen Eindruck. I will reflect your barb. Das bringt alles nichts. Absolut nichts bringt. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, den ganzen Scheiß normal zu machen. Den Vorkampf, den Hauptkampf, den... Oh nö, ey. Oh, jetzt kommt hier Klitschepatsch wieder mit seiner super Attacke. Oh, diese dummen Arschlöcher mit ihrem scheiß Schwächenlocken. Reflektieren, zurückwerfen, töten. Ich hätte gerne ein Bund Oliven des Lebens. Was hältst du davon, hä? Hier. Ey, wisst ihr was? Ihr sprengt euch doch sonst alle. Wie ist, wenn ihr euch mal sprengt? Hm? Sprengt euch! I'll do my best. Ich kenne Schutzschleier, ich will irgendwas wiederbeleben. Toll, weil es alle wiederbelebt, kann ich es nicht benutzen. Ihr seid doch so eine Arschlöcher, seid ihr doch. Boah, könnte ich gerade kotzen. Warte mal, das wird verschwendet. Geht nicht, ich bin hier nur noch am Verteidigen und Items verschießen. I'll do my best. Ey, hätte ich gewusst, dass das passiert, nur weil ich vorhin... Ey! Nur weil der Wichser einmal was machen konnte. Yeah.
Super, genau den falschen ausgewählt. Naja, Todesstoß, bla bla. Hab das bald mal. Sterb! Oh, ich hätte wirklich einen anderen Arsch nehmen sollen. Ey, wie schnell die 10.000 Lebenspunkte wegradeln können. Nur weil ich hier nichts mehr machen kann, dann ist ein Scheiß. Was ist das für ein Wichszauber? Geht mir das gerade auf den Sack, ey. Ja, ist mir egal. Weiter. Hopp, 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 hopp. Bla, 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 bla. Bla, bla. Wunderbar. Jedes Mal, wenn ich diesen Kampf verliere, darf ich also den ganzen Scheiß davor nochmal kämpfen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, danke dafür. Bei einem normalen Durchspielen wäre mir das wahrscheinlich scheißegal. Aber da das hier immer noch ein Let's Play ist und ich irgendwie für Unterhaltung sorgen muss, danke, du Arschloch. Kann ich hier 7 Wochen lang an dem einen Kackkampf aufnehmen, der in einer Folge stattfindet? Aber habe ich zu viel Zeit oder was? Ey, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich einfach den Scheiß gelassen, das privat gespielt. So ein Piss. So. Kriegen wir dieses Arschloch jetzt hier irgendwie aus dem Weg geräumt? Ja, du analysierst ihn nicht, Cyrus. Wie wär's damit? Einfach nur irgendwie, ich weiß nicht, mit dem Eiswind am besten. Ja, klingt doch ganz gut. Blöderweise habe ich vergessen, welche Schwächen er hatte. Bin mir ziemlich sicher, es hat irgendwas mit Stechen zu tun. Okay. Ganz vorsichtig auf unsere Boost-Punkt achten. Und zusehen, dass wir ihm nicht zu viel in die Hände spielen. Well then. Oh, sacred light. What is the logical course of action? Ruhe bewahren und ihn vernichten. Bitte ausführen, Cyrus. Meine Güte, wir sind 20 Level, 60 Level höher als empfohlen. Es kann doch nicht so schwer sein, diesen Typen da flach zu legen. Boah, ey. Achtung, Pissnelke steht wieder auf. Pissnelke nimmt Schildschutz. Hätte ich auch gern mal. What to do? Einfach weiter. Irgendwann muss der Arsch ja nachgeben. Out of my way. Free. Now, what next? Das gleiche wie eben. I'll not be defeated. Dass ich jedes Mal durch jedes Menü durchklicken muss, ist ja schon nervig. So. Well then.
Irgendwelche Ideen, Ophelia, was wir als nächstes tun können? Nee, ne? Nur zwei davon. Ich glaube, wir können uns zwei davon leisten. Wenn nicht, haben wir uns halt angepisst. Genieß es, Cyrus, bis du gleich komplett nutzlos bist. Doch noch darauf warten sollen, dass es... Ja. Ach, scheiße. Jetzt ist es auch zu spät. Licht. Sacred Light. Lass den Scheiß. Okay, du verwendest jetzt bitte mal einen bunten Heiltraum oder sowas, weil das geht so nicht weiter. Haben wir überhaupt noch einen bunten Heiltraum? Hätte besser sein können. Du benutzt bitte auch einen Buntheiltrauben. Ich würde normalerweise die Heilung dafür verwenden, aber ich habe den Eindruck, dass ich die FP für andere Sachen brauche. Okay, du jetzt bitte Schneesturm. So, und jetzt geduldigt ihr euch mal eine Sekunde. Ich muss mir raussuchen, womit ich diesen Typen angreifen kann. Wenn jetzt gleich die Aufnahme anfängt, ein bisschen zu stocken, liegt das nur daran, dass ich auf die gleiche Festplatte zugreife, auf die ich gerade aufnehme. Ich gucke mir gerade nochmal seine Schwächen an, damit ich weiß, womit ich auf ihn einstechen muss. So. Sehr schön, ich weiß es nicht. Ich habe nur das Messer freigespielt. Also das Schwert in dem Fall. Hätte ich mal noch eine finale Analyse gemacht vorhin. Okay. Here I go. Was? Nein, wir sind nicht feige. Überhaupt nicht. Wir trauen uns total viel gerade. Ich gehe das hier nicht mit Samthandschuhen an. Nee, 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 nee. Out of my way. Freeze! What is the logical course of action? Im Englischen wird übrigens mit TH geschrieben. Warum auch immer im Deutschen nicht, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich im Deutschen. Muss so sein. So, sag mir bitte, dass du schon auf rote Energie runter bist, damit ich gleich nicht mehr... Weil sonst geht gleich der nervige Teil los. Ach, was rede ich da? Der nervige Teil geht jetzt los! So, na dann. Bonds of love and friendship are but fragile. They all break in the end. All of them! Wenn du das sagst... No, we will never be broken apart. I believe in Liana. Waren wir vorhin schon so weit? Ich glaube nicht, oder? Oh, you sound quite confident. I wonder how long we will cling to that belief. Bis du tot bist, denn länger muss man daran nicht glauben.
Ah, verdammt. Moment. So, jetzt haben wir hier ein Bild aufgemacht, wo auch die beiden dummen Lakaien drauf sind. Genau, ihr blöden Wichser. Ihr könnt keine magischen Fähigkeiten verwenden. Lass mich mal kurz nachsehen. Oh doch, Lauffeuer kann ich noch verwenden. Wir können also nur keine Fähigkeiten, die flächendeckend sind, einsetzen. Zum Glück habe ich vorgesorgt. Das wird nicht ausreichen, um sie sofort zu vernichten, aber wenn wir Glück haben, hält es sie lange genug auf. What the fuck war das? Willst du mich verarschen, oder wie? I'll do my best. Hat er eben allen Ernstes? Wie? Wie kann man viermal daneben schlagen? Ich glaube, es hackt, ey. Okay, lass mich das mal durchrechnen. Wenn ich ihn jetzt ausschalte mit drei Schlägen... Oh, es waren die kleinen Deutsche. Ich Vollidiot! Super, der Kampf ist also verloren, weil ich zu blöd bin, meine eigenen Fotos mir anzugucken. Geil! Finde ich toll. Mehr davon. Amputation. Oh, vergiften ist schön. Fick dich! Genau. Oh no. Was sich doof ist, dass sie jetzt nichts mehr sieht. Los, Apotheker, vergifte. Are you feeling quite all right? Out of my way. Okay, Therion, ich werde jetzt sehr verbunden. Wenn du das kleine Messer nimmst, damit diesen Typen abstehst. Fili, für dich das Gleiche. Deckung. Ah, was habt ihr denn gerade alle? Ich wünschte, du hättest irgendwas, womit du angreifen könntest, Cyrus. Oh, warte mal. Wir nehmen mal das Doppelte hier. Und dann nimm mal bitte deine Analyse, weil dann haben wir das aus dem Weg geräumt. Nee, warte mal, hier, auf ihn. Was ist denn das, eine Axt? Oh, du kannst ihn mit Äxten angreifen. Sehr schön. Gut zu wissen. So viel dazu. Well then. Auf wen gehen wir jetzt zuerst los? Auf den linken oder den rechten? Auf ihn hier. Okay, Tress. Oh no. Du scheinst mir noch ein bisschen, ja. Haben wir wirklich keine... Ich hätte gerne alle Verbündeten, genau, aber nicht FP, sondern... Scheiß drauf. Hoffen wir mal, es reicht, um die nächste Welle hier zu überstehen. Gerade so. Ich bin aber auch ein Vollidiot, ich hatte ja einen anderen Plan. Schon wieder fünfmal in Reihe dran, ihr Arschlöcher! Nehmt euch zurück, ihr Wichser! I will protect your barbs. What is the logical course of action? Du bist Apotheker, denk dir was aus. How about this? Ich hätte zuerst egal.
super, jetzt sind wir wieder total in Defensivhaltung. Perfekt. Heiltraube Medium, bitte einmal auf Cyrus. Bitte einmal auf Cyrus, danke. Na super, sie sind viel zu oft dran, die Pisser. Wie soll ich so seine Magie zurückreflektieren? Okay, das geht gerade alles wieder schief, ey. Was passiert denn, wenn du deinen Abwehrschleier in der Wert hält er dann ein paar Runden mehr? Drei Runden, sehr schön. Und du tu bitte diesmal etwas Schlaues. Tu die andere Klerikerin zurück. Vielleicht, wenn die ein bisschen was überlebt, kann sie das gleiche casten. Oder wir sind gleich alle tot. Achso, du hast gar keinen Abwehrschleier, noch besser. Das bringt mir alles nichts, solange das diese kleinen Furze sind. Na toll, es wird langsam. Also wäre jetzt aufgeben vielleicht eine blöde Idee. I'll not be defeated. Okay, ja, mach mal bitte dich schleiern. I will reflect your barbs. Und zurück. Sorry. Und zurück. Pisser. Ach, Mann, ey. Ja, klar, sei nochmal dran. Und nochmal dran. Das waren jetzt 6 Angriffe hintereinander, oder was? Ey, soll ich die Wichser auseinandernehmen? Da müsste ich mit einem kompletten Kämpferteam reinrennen. Um einfach mal alle niederzumähen. Keine Ahnung. Ey, das ist so demütigend. Gefahrenstufe 46. 66, 66, 47. Sag mal, hallo. Kotzt mich das an. Du willst hier einmal heroisch irgendwen über den Haufen möbeln und dann so eine Scheiße. Bei jedem dieser bepissten Gegner hat es funktioniert, aber da, wo es mal dramaturgisch wichtig ist, nö. Warum sollte? Du hast eine elementare Verteidigung von 700. Ich melde mich später wieder, das hat so keinen Sinn.